Yeah. Ja, ich hatte schon ein Sperma in meinem Vaters Sack, schlechte Karten. Meine Eltern waren beide zu jung und schlecht beraten. Sie hat's gemocht, wenn er plötzlich über sie herfiel. Aber mich dabei zu zeugen, war leider nicht deren Ziel. Er hat sich aus dem Staub gemacht und ich hab ihn nie verziehen. Ich war klein, aber ich wollte ihn boxen, als er uns verließ. Mom arbeitet den ganzen Tag, um das Brot zu verdienen. Da blieb nicht viel, um ihren Sohn zu erziehen. Statt zur Schule zu gehen, hing ich mit den Straßendealern, umgeben von Süchtigen. Verrückt und Waffenschieber, 12 Jahre alt gepackt von dem Hustle-Fieber. Ein paar wollten mich abziehen und ich stach sie nieder. Ich war schon viermal drinnen, bevor ich 18 war. Den ganzen Tag auf der Straße und nachts in Bars. Ich genieß die Freiheit, denn ich weiß nicht, wie lange sie anhält. Wie soll ein Hustler was essen, wenn er nicht anstellt? Gott. Nicht gemacht, ich wurde reingeboren. Die Straße hat aus mir einen Mann gemacht und mein Herz eingefroren. Ich verschwende keine Zeit mit Weinen und Schmollen. Nach all den Jahren auf der Straße hab ich mir eins geschworen. Ich kehr die Gosse in den Rücken, wenn Rap die Kohle bringt. Solange es nicht passiert, steck ich Patronen in Kanonen und presst den Leuten an die Schläfe. Schlag sie nieder und erbeute rasch die Knete. Werde reich oder stirb, ich hab mich für reich sein entschieden, man. Und vertreib mein Scheiß in der Hürde. Ich ball auf jeden Heuchler, der mein Sulla zu nahe kommt. Denn ich zahl die Rechnung und ernähre die Familie davon. Für den Bonzen klingt es primitiv. Für die Pimps zum G's klingt es deep. Ich handle instinktiv, wenn ich dope tick. Denn es ist existenzbedrohlich für ein Ausländer, wenn ein Deutschland broke ist. Wenn du mich bestrafst, ich versuche mein Bestes mit den Karten, die du mir gabst. Jeder hat sein Schicksal, meins ist kein Zuckerschlecken. Manche werden so gerührt, dass sie weinen, wenn wir drüber sprechen. Ich bin ein natürlich geborener Chancenloser mit viel zu viel Problem und Last auf den Schultern. Ich kann nicht lachen, ich bin verschlossen und sehr kühl. Es gibt nicht sehr viele, die meinen Schmerz fühlen. Es gibt nicht sehr viele, die ich wirklich vertraue. Unachtsamkeit geht hier meist tödlich ins Auge. Roll mit mir und sehe, Albträume werden wahr. Ich war geschockt, dass ich das erste Mal jemand sterben sah. Jetzt bin ich immun dagegen, es macht mir nichts aus. Ich zieh und blaste das Licht aus und beobachte, wie dein Geist dein Körper verlässt, wenn du umkommst. Und lass deine Leiche verschwinden wie Dope, wenn Bull kommt. What?